Was nehmen wir auf uns, um unserer Leidenschaft nachzugehen? Ein freier Tag, an dem andere ausschlafen würden, stehst du in der Dunkelheit auf und du weißt, du wirst auch erst in der Dunkelheit zurück sein. Ist es dir das wert? Ja, sagst du dir selbst, das ist es mir wert. Dunkelheit, Kälte, Müdigkeit, eine lange Zugfahrt steht bevor. Von Kassel nach Stuttgart, die Sonne geht über einem grauen, kalten Schleier auf. In Stuttgart legst du einen kleinen Stopp ein und wirfst einen kurzen Blick auf diese Stadt, die du noch nicht kennst. Das gibt dem Ganzen noch etwas mehr Sinn, oder? Weiter geht's. Nächster Halt, Flughafen Stuttgart. Du hast noch viel Zeit, bevor dein Flug geht, ab auf die Besucherterrasse. Klirrende Kälte, ein scharfer Wind und du genießt dennoch die Aussicht, die Geräusche, den Geruch des Kerosins. Busboarding. Irgendwie die schlechteste, irgendwie die beste Art des Boardings. Da steht der Grund für diesen Aufwand. Liebe. Inzwischen ist es Nachmittag, als die Maschine abhebt, die Wolken durchbricht. Die Sonne strahlt kurz für dich auf diesen nicht mal anderthalb Stunden, aber es ist perfekt. Das war es wert. Gelandet in Lübeck. Wo ist der Bahnhof? Wieder eine lange Zugfahrt. Die Sonne geht langsam unter. Umstieg, Lübeck Hauptbahnhof. Ab in den nächsten Zug. Hamburg Hauptbahnhof, die letzte Etappe. Dunkelheit, tiefe Nacht, Kassel. Endlich daheim. Das war es wert.